Mauritius, Port St. Louis anlaufen. Bei der, und die liegt die, der Generator von einer von dem einen Schiff. Einmal in die Welle geknallt, ein Container. Da waren die Container vorne, hatten alle keine Wände mehr. Wenn da so ein Kavenzmann ankommt. Karibik, bis Französisch-Guyana, dann die ganzen Inseln unter dem Winde. Oh, Grenada, Jamaika, Martinique, Guadeloupe und diese ganze Szene abgeklappert. Man weiß wirklich nicht, wer mehr Geschichten zu erzählen hat. Röttger Fuhrmann oder sein Boot. Unikate sind sie beide und seit über 20 Jahren unzertrennlich. Der Spitzgatter Danje ist ein besonderes Boot. Gebaut wurde der 9 Meter lange und satte 8 Tonnen schwere Holzklassiker 1949 bei Mathiesen und Paulsen in Arnes an der Schlei. Eine überaus schwierige bis unmögliche Zeit für den Segelsport. In der damaligen Zeit waren ja noch die Potsdamer Verträge gültig und es war den Deutschen nicht erlaubt, Yachten zu bauen. Das war nicht möglich. Aber wie das heute in der Politik ist, findige Köpfe finden ja immer einen Ausweg. Und so war das auch damals. Dieses Schiff wurde nicht als Yacht gebaut, sondern es wurde als Fischereiforschungsschiff deklariert. Und entsprechend sind natürlich auch die Verbände 32 mm Planken, jeder dritte Spant eisverstärkt, dann Wrangen überdimensioniert, also das Deck fast 12 cm dick, unten Spruce, dann oben nochmal 4 cm Burmatik, die Aufbauten Mahagoni, alles ist hier. Der Rumpf ist Eiche, ist abgelagerte Eiche mit einem unheimlich hohen Gerbsäureanteil. Das merkt man natürlich auch, wie die eisernen, damals die verzinkten eisernen Verbindungen darunter leiden. Das ist auch eine Sache, der man auf den Fersen bleiben muss. Das ist eigentlich das größte Problem. Eicheholz hält ja sehr, sehr lange, aber in Verbindung mit Rost ist es sehr problematisch. Seit 1993 bastelt Fuhrmann daher auch jede freie Minute an seinem liebgewonnenen Schwergewicht. Und wie bei eigentlich jedem Eigner, der seine Yacht über Jahrzehnte betreut, kennt auch der pensionierte Kapitän jeden Zentimeter ober- und unterhalb der Bodenbretter persönlich. Man sieht hier deutlich, da wo der Kiel anfängt und endet, da ist die Belastung die am stärksten. Und da waren sie angebrochen. Und deshalb habe ich hier parallel Spanten gezogen. Hier, 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 hier und hier. Und im hinteren Bereich das gleiche. Das sind diese eisernen, da sind die Kielbolzen dran befestigt, immer versetzt, wegen der besseren Haltung, nicht mittig nur. Und die Eisen, hier sind die hölzernen Wrangen und das sind diese dicken Spanten, diese Eiser. Das ist ja ungeheuerlich, nicht? Ungeheuerlich ist auch die Kraft, mit der Danje durch die Kieler Förde schmettert. Bis 5 Beaufort trägt sie noch Vollzeug, fordert dann aber den ganzen Kerl. Und bei schlechtem Wetter ist es denn so, ne? Kein Witz. Und dann abstützen da, hier, dann stütze ich mich hier ab und dann nur zack. Eine Nagelbank hilft beim Steuern. Danje hat so manche Schrulle, die sie aber ganz einfach nur liebenswerter macht. Und sie ist noch unverbastelt, fast wie im Originalzustand. Wer ihr massives Deck betritt, fühlt sich sofort in eine andere Zeit versetzt. Eine Zeit, in der das Freizeitsegeln noch einen völlig anderen Stellenwert besaß. Der Vorbesitzer hat nicht so sehr lange Touren gemacht. Das war früher Herrensegeln. Man ließ segeln und entsprechend, wenn man den Hafen dann erreichte, dann nahm man seinen Hut, zog sich schön an, Schlips und Kragen, Anzug und ging ins Hotel. Und man ließ eine Wache an Bord und nächsten Morgen stieg man dann wieder ein. Das war so der nähere Umkreis hier. Sonderburg, Fühn, Schlei und die kleineren Radien, die man in 2-3 Tagen am Wochenende, am verlängerten Wochenende bewältigen konnte.
Aber wie gesagt, das war eine andere Art des Segelns. Da war die Familie da und das war 1959, 60, wie gesagt, eine ganz andere Welt kam. Es war, ich würde sagen, und das ist nicht irgendwie negativ von mir gesagt, es war elitär. Elitär passt nun gar nicht zu einem wie Röttger Fuhrmann. Der packt ja, wie gesehen, gern alles an, was nach viel Arbeit aussieht. Und das passt auch viel besser zu einem Boot wie der Daniel. Irgendwann, die Frau möchte dann auch etwas kommoder segeln, habe ich mir dann dieses Schiff gekauft. Die Arbeit hat mich überhaupt nicht gescheut. Ich liebe es. Mir ist das Arbeiten, das machen wir gar nicht sagen, eigentlich viel lieber als Segeln. Segeln ist sehr schön, aber das Arbeiten am Schiff ist auch wunderschön. Wir hatten mit meiner Frau, habe ich ja, wir waren beide seglerisch geleckt, aber ich konnte das Schiff nachher handeln. Das ging gut. Obwohl es ja Dange heißt, im Verein hieß es immer Danger. Das war für einige doch ein bisschen problematisch. Aber ich bin mit dem Schiff gut klargekommen, schon weil ich aus der Großschifffahrt komme. Da hat man ein anderes Gefühl. Wir sind erst haben wir Seeland rund gemacht, dann gingen wir bis Göteborg hoch, in die schwedischen Schären rein, dann die Boddengewässer im Osten und dann, wie gesagt, auch hier Möhn, Möns-Klint, so das Übliche. Jetzt hat sich der Radius ein bisschen verkleinert. Meine Frau ist auch, wir sind beide älter geworden. Doch ein Ende der Beziehung von Fuhrmann und Daniel ist noch lange nicht in Sicht. Anstatt sich in Stress versetzen zu lassen, weil das Boot ja nun bewegt werden müsse, nimmt der Eigner das wachsende Bedürfnis nach Gemütlichkeit einfach hin. Und mehr noch, er ist damit vollauf zufrieden. Ich sage, Schiff ist kein Pferd, es muss nicht unbedingt bewegt werden. Es macht dem Schiff überhaupt nichts aus, wenn ich mich hier hinsetze, einen schönen Whisky trinke, ein schönes Bierchen und diesen Verkehr der jungen Segler an mir vorbei rauschen lasse. Es ist wunderschön. Und wenn es ihn dann ab und zu doch noch einmal packt, dann geht es eben raus auf die Ostsee. Dort lässt er Daniel laufen und diese gewaltige, beeindruckende Bugwelle vor sich herschieben. Der Spitzgatter übersetzt die Naturgewalten 1:1. Das bedeutet ursprüngliches, kräftezehrendes Segeln. Und das ruft am Ende des Tages vor allem eines hervor: tiefe Zufriedenheit.